das im letzten Quarter underperformed. Oh, ja. Und hat der Supervisor wegen Outplacement gewünscht. Gemäß HR Nerds ist mein Work-Life-Balance out of control. Es bringt es aber nicht. Der CEO sagt, Sabbatical man, resette und mit Fighting Spirit will in der Top-Ranking gelangen. Kann mir jemand sagen, was auf Englisch heisst, wir können mal alle am Rand zahlen. Ich als Veganer nehme Spargel zur Vorspeise und ein wenig Pfeffermünz. Das tut auch heilen. Dann ein Pflanzchen, ein Plätzchen, ein Dinkel und ein Salatblättchen, das ich mit dem Meersregen teile. Dann gibt es eine Portion Bohnen und mit Fencheltee lasse ich die Energie fließen. Und wenn ich mal die Schrauben mache, egal, soll es mir auf den Kompost schießen. Da die Handschlagaffäre zu Termin mit diesen jungen Muslimen. Gemäß Koran. Berühren Sie nur die eigene Frau. Was wird denn das noch an? Frauen sind unterdrücken, sagt das Buch. Feministinnen machen einen riesigen Jammer. Denke ich an Schwiegermutter, muss ich aber sagen, ich finde, der Koran ist der Hammer. Meine Tochter, die will Germany's Next Topmodel sein. Und nimmt nur noch ab, wie gegessen, ist vorbei. Jetzt haben wir den Hausschlüssel genommen, denn es tut verschieden. In dieser Figur, die sie jetzt hat, soll sie das Katzengürtel einnehmen. Manchmal bin ich nur auf der Jagd nach Pokémons. Es geht halt so Tag. Da läuft man letztlich bei einem Pokémon-Stopp in der Freie geht so ein Monster über den Weg. Dann ich das Teil wollen runterhacken mit Power und Schmalz. Dann sagt der Passant neben mir zu einem, da gefragt man, auch schon auf der Wand. Mein Sohn ist Master of Advanced Studies in Digital Business. Wow! Meine Tochter ist Certificated in Human Capital Management, eine erfolgreiche Frau. Meine Schwester ist Bachelor of Science in Nursing. Früher hast du Krankenschwester gesagt. Mein Bruder ist CFO, specialized in reporting and had insurance, right? Meine Frau ist Leader in Front-End Engineering und coacht a junior clerk und glaub zwei. Ich habe keinen Titel. Ich bin Shopping Assistant und Hardworking Bootshobel daheim.
hat noch eine große Geschichte, aber es ist alt, soll ich noch erzählen? Meine Frau hat mich gefragt und ihre Augen haben geleuchtet, voll Vertrauen. Du, wenn ich einmal gestorben bin, sollst du den Kästchen mit anderen Frauen. Dann habe ich gesagt, ganz treuherzig, wie wenn ich für einen Hund den Gutzi werben würde. Los, Schatz, wegen dem musst du natürlich nicht extra sterben.